So, moin moin, liebe Freunde. Willkommen zu einem neuen Video. Und ja, ich mache einfach mal das, was praktisch alle machen zurzeit oder schon gemacht haben, weil sie eine PlayStation 4 haben. Ein Black Ops 3 Beta-Fazit. Ja, genau. Aber ich versuche es vielleicht ein wenig anders zu gestalten als die anderen, weil. Ich meine, es ist so, dass viele sagen, dass es wie Black Ops 2 ist und richtig geil und bla bla bla. Und das sind mal teilweise einfach Leute, die, sagen wir mal so, eine etwas engere Bindung mit Activision und Treyarch haben. Und vielleicht, also nur so im entferntesten, durch Early Access vielleicht auch so ein bisschen dazu bewegt wurden, das Spiel in der Community hochzuheben. Aber es gab ja auch eigentlich auch viele positive Stimmen aus der Community, was vielleicht auch dagegen spricht oder eigentlich dafür spricht, dass das Spiel vielleicht nicht ganz so schlecht ist, aber warten wir es ab. Das Ding ist einfach, das ist eine Beta und viele Leute haben es nicht wirklich verstanden, was so eine Beta ist und wozu die gut ist, ne? Also eine Beta, die ist praktisch nicht dazu da, dass ihr einfach mal praktisch eine Demo habt, sondern eine Beta, die soll Spielmechaniken testen, die soll die Stabilität testen, die soll Server testen. Serverstabilität, wow. Zwei Punkte, obwohl es nur einer ist. Die soll Bugs beheben, normalerweise Balancing fördern, sowas. Und das ist nicht einfach so, oh ja, schaut mal, wir haben eine Demo und die funktioniert zu 100%. Wir zocken die jetzt und für jeden Fehler jammern wir rum. Das ist einfach nicht. Und ich meine, es gab ja Fehler und gibt es auch noch. Aber da komme ich jetzt noch später dazu. Ja, dann. Erster Punkt habe ich mir mal aufgeschrieben. Ja, ich arbeite jetzt auch mit Skripts teilweise. Der Umfang ist für eine Beta ordentlich, würde ich sagen. Ich meine, Call of Duty Beta ist schon ein bisschen her, seitdem es da eine gibt. Und wenn wir es jetzt mal einfach mal mit anderen Spielen vergleichen, die Map-Anzahl geht in Ordnung. Es sind jetzt vier Maps mittlerweile durch Stronghold, was dazugekommen ist, dazu gepatcht wurde, freigeschaltet wurde. Und ja, man kann wirklich viele Waffen schon spielen, mehr als die Hälfte würde ich sagen. Und die Level gehen bis. Ich weiß nicht mehr, was das letzte Level war, was das mit dem letzten Patch war. Ich glaube 45 oder so. Jedenfalls, die Level gehen auch noch recht hoch. Der Umfang ist ganz ordentlich. Naja. Das Ding ist einfach. Vielleicht sollte man auch daran denken. Aber das bringe ich noch später nochmal. Okay. Kommen wir zum Gameplay. Das Gameplay, es ist ja brandneu. Total neu. Das neue Momentum-Based Action Movement und bla bla bla. Und ja. Die Fanbase hat es ja zuerst nicht so gut aufgenommen. Von wegen Titanfall 2 und Advanced Warfare 2. Ja. Gratuliere, liebe Community. Ihr habt es mal wieder geschafft. Ich liebe es, wenn Leute über irgendwas reden, wovon sie keine Ahnung haben, weil sie es noch nie gespielt haben. Ich meine, klar, das Wallrunning haben sie auch. Und das gibt es auch in Titanfall. Aber sie haben es absolut scheiße umgesetzt. Also, gut. Selbst wenn, also wenn das jetzt kopiert wäre, da haben sie es verkackt. Denn das Wallrunning in Titanfall ist einfach viel flüssiger und es funktioniert viel besser. Wenn sich zwei Leute an der Wand treffen in Black Ops 3 und sie irgendeinen den anderen anschießt oder irgendwie ihn berührt, beide fallen runter und sterben. Das ist 99% der Fälle so. Ja, also, das haben sie vielleicht nicht ganz so ideal gelöst. Das unendliche Sprinten hingegen finde ich eine hervorragende Gameplay-Änderung, weil ich bin eher so der Spieler, der gerne sich eine bessere Position sucht. Und mit begrenztem Sprinten geht es einfach nicht so gut. Und der Slide ist auch geil, um halt aus einer Situation rauszukommen oder schnell woanders hinzukommen. Deswegen wird das Gameplay nicht besser, aber es macht mir zumindest persönlich mehr Spaß. Also das ist so eine persönliche Meinung. Ja, das gefällt mir einfach besser, dass es da schon alles klappt. Man könnte vielleicht noch die Übergänge vom Slide wieder zum Sprinten ein bisschen flüssiger herstellen, aber doch definitiv für meine Verhältnisse, weil ich finde es dynamisch ziemlich geil. Also wenn je dynamischer das Spiel, desto geiler. Nicht zu dynamisch. Aber ja, Titanfall war dynamisch und es hat mir sehr gefallen. Dann die Optionen, die neuen. Ich meine,
Wir haben jetzt eine Ping-Anzeige. Wow, jeder hat sich's gewünscht. Eigentlich Standard, aber okay. Da gab es auch ein paar Fehler, dass ich teilweise mit 100 Millisekunden noch 4 Balken hatte und mit 50 einfach nur noch 3, aber okay. Trotzdem finde ich das ganz nice. Und ja, allgemein in Optionen war jetzt in der Beta noch nicht wirklich viel einzustellen. Gut. Wird sehen. Dann kommen wir zum Map-Design. Die Maps waren, so wie ich das jetzt sehen konnte, es war typisch COD der drei Gänge. Ne? Drei Gänge immer. Aber einer der drei Gänge bestand meistens aus einer Wand, die einfach nur praktisch der Wink mit dem Zaunpfahl zum Wallrun gedacht war. Ihr habt links, in der Mitte den Weg und rechts die Wand. Und ja, das war in Titanfall einfach besser, weil da war es zwar teilweise auch offensichtlich, dass man da langlaufen konnte, aber sie haben es einfach. Sie haben auch viele Wände, die vielleicht nicht so offensichtlich sind. Und da ist es einfach verdammt offensichtlich. Da ist eine Schlucht. Daneben ist eine Wand. Wie kommt man da wohl rüber? Ja. Ist nicht so ganz elegant gelöst, aber die drei bzw. vier Maps, die es bis jetzt gibt, gefallen mir recht gut. Und das ist auch wieder so ein Kritikpunkt. Ich meine, die werden für die Beta schon die besten Maps rausgesucht haben. Deswegen ist die Frage, ob die restlichen Maps genauso gut sind. Ja, also, das muss man sich mal überlegen, weil die sind ja nicht blöd. Die hauen ja nicht die schlechtesten Maps in die Beta rein, um dann die Leute praktisch zu reizen, sich das Ding zu kaufen. Und, naja, das sei nur mal so am Rande gesagt, als kleiner Denkanstoß. Dann war ja auch vielfach die Sache zu hören, ja, es geht nur um Promotion und nichts um Verbesserung. Und ja, ich würde dieser Aussage teilweise zustimmen, weil ich meine, es hieß zuerst nur für Vorbesteller, was ja eigentlich praktisch fast impliziert, dass ihr das Spiel kaufen müsst. Mal abgesehen von den Leuten, die einfach bei Amazon vorbestellen, den Code nehmen und dann wieder nicht vorbestellen, also de-bestellen. Ich fällt das Wort nicht ein. Ja, aber dass das Ding dann am Wochenende für alle Spieler geöffnet wurde, zeigt doch recht deutlich, dass sie einfach auch das breitere Publikum ansprechen wollen und die Leute dazu reizen wollen, dass sie das Spiel kaufen. Ja, das spricht auf jeden Fall für die Promotion und natürlich auch die kurze Dauer, weil die 5-6 Tage, wo sie es gemacht haben, das ist natürlich zu kurz, um wirklich eine Beta oder eine ausführliche Beta, einen ausführlichen Beta-Test zu machen, ne? Da kann man einfach nicht die größten Balancing-Probleme lösen. Vor allem, man hat ja nicht alles freigeschaltet. Wer weiß, was da noch für Abfuck-Waffen kommen. Für Abfuck-Perks. Okay, Perks müsste, war, glaube ich, sogar fast alles bekannt. Abfuck-Streaks oder was gibt's noch? Abfuck, irgendwas. Irgendwas, was auf jeden Fall noch richtig reinscheißen kann. Weiß man nicht. Und es ist zu kurz, um alle Fehler zu finden. Aber man muss auch sagen, ich meine, es war ja so, dass auf der Xbox Freezes gibt und auch generell auf allen Plattformen ist der Paint Shop nicht ganz ausgereift, da die Tarnung einfach mal ab und zu verschwindet und auch wegbleibt bis zum Neustart des Spiels. Und das sind natürlich Punkte, auch im Matchmaking und Serververbindung, da können die natürlich Fehler sammeln und dann verbessern bis zum Start, dass es auch flüssig läuft. Und das hoffe ich auch, weil ich hab's auf Xbox One, ich habe ein paar Freezes miterlebt und das ist nicht schön. Also das hat mir auch ein bisschen so den Spaß dran verdorben. Aber wenn sie diese Chance jetzt nutzen, dass sie es wissen und fixen bis zum Anfang, dann ist es auf jeden Fall nicht schlecht. Dann ist es auf jeden Fall was, wo man sagen kann, die Beta war nicht ganz nur für Promotion, sondern dient auch zur Verbesserung. Ich meine, das mit dem Paint Shop werden sie auch verbessern. Und ja, wie gesagt, zu kurz. Ich denke mal, es war einfach eine Mischung aus beidem. Dann die Probleme, ich habe es gerade schon angesprochen. Der Paint Shop funktioniert manchmal nicht, dass die Tarnung einfach verschwindet und man muss das Spiel neu starten. Okay, Matchmaking, manchmal findet es keine Spiele, manchmal gibt es Serververbindungsprobleme, ist auch okay. Und dann gibt es noch die Freezes auf der Xbox One. Nicht okay. Ich meine, ja, es ist eine Beta, das habe ich auch schon vorher gesagt. Da muss man sich im Klaren sein, dass da Fehler drin sein können. Gut, aber ja, sie haben ja auch schon, ja, sie haben es relativ schnell erkannt, dass da Freezes sind und dass sie auch an einem Patch arbeiten. Finde ich auch gut so. Und es war natürlich nervig, aber man muss sagen, es ist einfach eine Beta. Und wenn sie es bis zum fertigen Spiel gefixt haben, dann ist es mir völlig egal, dass da Freezes waren. Ich meine, ich konnte es
teilweise mal mehrere Stunden am Stück spielen. Auch, habe auch ein bisschen Gameplay aufgenommen, wo ich später noch zukomme. Und ja, deswegen, es war verschmerzbar, auch wenn es gleich nervig war. Und was natürlich wieder daraus reinspielt, dass es für eine Meinung zu früh ist, weil wie gesagt, wir kennen noch nicht die anderen Maps, wir kennen noch nicht, ob es irgendwas Abfuckendes gibt. Es ist einfach so, sie zeigen einfach für die Beta wirklich die besten Teile des Spiels, weil es ja auch für Promotion gedacht ist. Ne, ich glaube einfach nicht, dass die irgendwie durch Zufall was reinpacken. Nein, das machen die nicht. Ich meine, Treyarch und Activision, die wissen, wie man Werbung macht. Ne? Die wissen, wie man Trailer macht. Sonst würden sich die Leute COD womöglich nicht so viel kaufen. Ne? Und deswegen sagen auch eigentlich viele, dass es für meine Meinung zu früh ist, aber ihr könnt ja schon gewisse vielleicht Grundstrukturen erkennen, aber noch nicht zu festsitzen, weil wenn irgend noch was kommt, was abfuckt, dann kann sich die Meinung nochmal stark ändern. Und meine Meinung ist jetzt eigentlich, der Multiplayer, es ist einfach klasse COD. Ihr wollt leveln, ihr wollt Prestige machen, ihr wollt alle coolen Waffen freischalten, ihr wollt alle coolen Killstreaks freischalten, ihr wollt mit den Killstreaks die Noobs bashen. Und ja, das Ganze ist mit leicht verbessertem Movement. Leicht, aber nur. Es gibt immer noch viel Verbesserungspotenzial. Trotzdem besser als Advanced Warfare, meiner Meinung nach. Und das war chaotisch. Hier geht's mittlerweile. Auch die Unterwassergegner finde ich richtig nice, da man so vielleicht auch taktisch ein bisschen mehr agieren kann. Wobei Taktik ein Wort in COD ist, was nicht so wirklich Rang und Namen hat, aber gut. Hat man auch sehr schön beim COD Zelos Turnier gesehen. Ich will mal, was war das? Team Buddies gegen Team Elotrix, wo Team Elotrix bei Capture the Flag geflamed hat, als Team Buddies sich im Haus vercampt hat. Gut, und natürlich in den YouTube-Kommentaren war auch viel Hass gegen Team Buddies zu sehen. Ohne jetzt zu viel zu sagen, aber sich eine Flagge zu holen, um dann das Ding zu halten, ne? Das ist eine Strategie, das ist eine Taktik. Da kann man nichts dagegen sagen. Das ist competitive. Und das sollte man auch bei Search and Destroy so machen. Nicht einfach nach vorne rennen und selbst als Verteidiger nach vorne pushen und versuchen die Kills zu machen. Nein. Die Leute, die so spielen, die sind einfach... Nein, die haben das Spielprinzip einfach nicht verstanden. Das sind einfach die Leute, die in Call of Duty einfach nur Noobs bashen wollen. Und das können sie auch und das ist für mich auch völlig okay. Solange sie nicht mir auf den Sack gehen, dass sie wirklich Skill haben. Ja? Noobs bashen, das ist nicht so, dass es kein Skill erfordert. Ich meine, man muss schon ein bisschen zielen können und man braucht vielleicht auch ein bisschen Movement und so, aber es ist eben nicht dieselbe Stufe wie Competitive. Die meisten Leute, YouTuber, die ich kenne, die wollen einfach nur hohe Streaks, hohe Gameplays, viele Nukleares reißen. Das geht nur mit Noobs und nicht gleich starken Gegnern. Folglich suchen sie also keine Herausforderungen, sie wollen einfach nur Noobs bashen. Und das macht ja auch Spaß, das macht Call of Duty aus. Sag ich nichts dagegen, aber wenn man wirklich testen will, wie gut man ist, dann geht man in irgendwas Competitive. Da geht man in Counter-Strike, da geht man in Quake oder wenn man auf der Konsole ist, in Halo. Und sucht sich wirklich einen Clan, die private Competitive-Matches spielen. Das muss man einfach so machen, damit man wirklich mal Gegner hat, die gleich gut sind. Dann ist es auch eine Herausforderung. Gut, das ist jetzt meine allgemeine Meinung. Wie gesagt, das Noobs-Bashen ist für mich okay, habe ich kein Problem mit. Aber Leute, gebt einfach nicht damit an, wie krass ihr seid, wenn ihr irgendwie in Nuke reißt, wenn ihr irgendwas reißt, ne? Ich meine, ich habe selber, mache ich sowas auch ab und zu oder regelmäßig, wie auch immer. Aber es ist jetzt nicht wirklich so, dass ich da sage, Jungs, ich habe hier 5 Camps gerissen und die 5 Camps in einer Stunde, das war so das Beste, was ich jemals mache und hier seht ihr, wie viel Skill ich habe, ne? Das ist einfach nicht so. COD hat auch viel mit Glück zu tun. Weil es gibt ja diese eingebaute Verzögerung im Netcode und die Frage ist, ob sie die rausgepatcht haben. Konnte man bis jetzt nicht ausprobieren. Wenn nicht, dann ist es natürlich wieder noch ein Stückchen mehr Glück. Aber okay, warten wir es ab. Dann natürlich, das Spiel ist für mich einfach eher deswegen auch toll und schön, da ich einen oder mehrere Freunde habe, wohl eher nur einen. Wobei nicht nur ein, sondern einfach einer, mit dem es noch mehr Spaß macht. Und das ist einfach die soziale Komponente, die man hat, weil ich meine, Call of Duty wird von vielen gespielt. Warum auch immer.
Und dadurch wird es halt immer beliebter, weil der Freund spielt Call of Duty und dann holt man sich halt auch Call of Duty. Und wenn man mit einem Freund Call of Duty mal gechillt spielt oder auch gemeinsam ein bisschen bashen will, dann ist es natürlich schon ein wenig. Ist einfach nett. Es ist klar, es geht netter, aber ist schon nett. Und wenn man dann noch ein paar Leute hat, mit denen man wirklich gechillt eine Runde Zombies zocken kann oder auch auf mal auf High Rounds geht, dann ist es umso gechillter. Weil da muss man sich nicht so unbedingt zu 100% anstrengen wie Multiplayer und nicht immer auf seine ach so tolle KD achten. Dann gab es noch neue Leaks von wegen die neuen Waffen und ja. Ich meine, da könnt ihr auf Charlie Intel schauen. Gibt Bilder und so alles. Ja, das Einzige, was bis jetzt mir in die Augen gestochen ist, ist das 7-Schuss-LMG. Das finde ich interessant und ich warte einfach mal ab, wie es wird. Dann gibt es die Map Nuketown, die meiner Meinung nach einfach scheiße designt ist, spielerisch. Von vielen gefeiert wird, aber okay. Ja, zum Noob-Splashen halt wieder. Und im Zombie-Modus immer noch wieder dieses Rangsystem und dass es auf alte Easter Eggs zugreift. Bin ich mal gespannt. Ich hoffe einfach, dass es wie ein Extinction ist, dass man damit nur zeigen kann, wie lange man gespielt hat durch die Prestige. Und was ich noch abschließend sagen will, ihr könnt viele neue Videos zu Call of Duty erwarten, weil ich werde dazu viele Zombies-Videos machen, vielleicht auch ein paar Kampagne, vielleicht auch ein bisschen Multiplayer, ein paar Dual-Commentaries, Live-Commentaries. Mal schauen. Und ja, dann würde ich es noch ganz kurz sagen zum Gameplay, was man eigentlich zuerst sagt, aber da ich es immer am Anfang verpeile, mache ich es immer zum Schluss. Das erste Gameplay ist vermutlich das 33 zu 1 von mir, das ich in der Beta gespielt habe. Das war ganz nice. Und das zweite Gameplay, keine Ahnung, was ich da dranhänge. Ich habe einfach mal mich eine Stunde hingesetzt, habe Gameplays aufgenommen und die waren alle ganz in Ordnung, muss ich sagen. Also, ich habe jetzt nicht nur die besten rausgewählt, das 33 zu 1 war wirklich ganz nett. Glückstreffer. Und ja, keine Ahnung. Einfach mal, ich weiß selber noch nicht, was ich mache. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Könnt ihr auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, ob ihr da übereinstimmt oder irgendwo eine Meinungsverschiedenheit habt. Dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Vorräte nähern sich. Die Missionszeit läuft ab. Black Ops bei der Arbeit. Wunderbar. Widerstand gebrochen.